Grüß euch miteinander und zuerst herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe ein bisschen einen kritischen Titel gewählt, wie viel Digitalisierung verträgt der Strom, weil es ist heute alles smart und die Digitalisierung des Stromes löst alle Probleme. Und ich bin ein großer Freund von intelligenten Systemen. Aber man muss auch irgendwo sehen, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und das Ziel von meinem Vortrag ist eigentlich nichts anderes, als ein bisschen eine Balance zu finden, damit Sie am Ende von meinem Vortrag dann sehen, was ist machbar und was ist nicht machbar. Deshalb diese kritische Titel. Ausgangslage, also es ist, die Welt setzt auf erneuerbar und wenn Sie das so anschauen, weltweite Zubau erneuerbar 2015, etwa 26 große AKWs, also nicht Peak, sondern Sustained. Und das heißt, alle zwei Wochen geht ein Gösgen ans Netz, weltweit. Muss man sich vorstellen, das muss man sich zuerst einmal auf der Zunge vergehen lassen, was da passiert. Natürlich allen voran China, groß ist auch Amerika jetzt am Aufrüsten, es passiert was. Und erneuerbare Energie wird bei Vollkostenrechnung immer günstiger. In Deutschland ist es heute möglich, für 7 Cent pro Kilowattstunde PV-Strom Vollkostenrechnung ohne Subventionen zu produzieren. Das Wichtigste ist, es hat extrem tiefe Grenzkosten. Das heißt, wenn das Kapital einmal zurückbezahlt ist, dann kostet der Strom fast nichts mehr. Weil sie haben ja nichts mehr zu tun, außer diese ein paar Panels ab und zu reinigen und vielleicht einen Wechselrichter zu ersetzen. Und das wird kommen. Die Schweiz hat sich zwar bis heute diesem globalen Trend gut entziehen können, oder? Also Sie haben ja vielleicht gerade letzte Woche gesehen, wir sind auf Rang 25 von 27 europäischen Ländern, was PV pro Person anbelangt. Also da hat jemand eine gute Arbeit gemacht, oder? Also diejenigen, die es verhindert haben. Also dem muss man sagen, das ist super PR-Arbeit. Aber ich glaube so oder so, es wird im Watt Tor haben wir ja gesehen, letztes Jahr haben sie einen Preis verkündet, glaube ich 500 Franken kostet der Quadratmeter für eine Isolation, Solarpanel und natürlich noch Dach. Im Vergleich zu Ziegeln, Ziegeln kosten 450 Franken der Quadratmeter. Also wenn Sie eigentlich ein neues Haus bauen, ist das heute die günstigste Lösung. Und irgendeinmal werden das auch die Hausbesitzer realisieren und dann wird es sowieso passieren. Also auch wir, bei uns wird es passieren. Und das Problem ist natürlich, es ist nicht einfach volatiler Strom und es ist nicht einfach konstante Energie wie aus Kernkraftwerken, die einfach konstant läuft, sondern es ist volatiler Strom und wir müssen mit dem umgehen können. Die Herausforderung ist, wir werden diese Energien vor allem in den unteren Netzebenen einspeisen und das Problem ist, die unteren Netzebenen sind die wirklich teuren Teile des Netzes, also da sind 75% der Kosten, also immer die letzte Meile ist das teuerste. Alles spricht über die gehobene Netzebene, aber das ist eigentlich das Günstigste. Fluktuierende Energie kann zu lokaler Netzüberlastung führen, lokaler Spannungsfluktuation, wir haben es gehört. Man kann dann auch das Spannungsband verletzen natürlich und es kann im Gesamtsystem kann es zu Systemüberlastung führen. Und die Frage ist, jetzt haben Sie zwei Lösungsansätze, entweder man macht einen Netzausbau, man baut das alles aus, es ist extrem teuer, weil dann muss man wirklich diese 75% der Kosten anpacken und dann muss man wirklich graben. Oder das andere ist, man macht ein intelligentes Netz und holt das raus, was rauszuholen ist aus dem, was man hat und verstärkt dann noch dort, wo es unbedingt nötig ist. Und das ist ja der Ansatz vom Smart Grid. Big Data, da gibt es eigentlich so zwei Ansätze. Wenn Sie von mir aus gesehen ist es wichtig, einen Unterschied zu sehen. Es gibt Big Data in der Computerwelt. Und da geht es um personalisierte Daten, die ungeordnet sind, die ungeordnet gespeichert werden, relativ geringe Datenmengen. Also das ist die Googles und Facebooks, die diese Daten holen. Die Verarbeitung passiert in der Regel mit Methoden der AI. Wenn die Stromer von Big Data reden, dann ist das etwas anderes. Das sind nämlich sehr geordnete Datenströme. Das sind nicht einfach Zufallsdaten, sondern das sind in der Regel abgetastete Systeme. Die werden zeitsynchron abgetastet an verschiedenen Orten. Die Daten sind also sehr geordnet. Es gibt eine geordnete Speicherung. Man kann
die Zeit variieren. Das ist meistens von der Zeit abhängig. Es hat einen Zeitmaßstab drin. Es sind relativ große Datenmengen. Im Verhältnis zu den Big Data aus der Computerwelt ist das wirklich groß. Wir werden es nachher gleich noch sehen. Und die Verarbeitung passiert oft mit den Methoden der Signalverarbeitung. Ich finde, es ist wichtig, dass Sie das merken. Viele Leute brauchen einfach den Ausdruck Big Data. Und da muss man wirklich differenzieren zwischen diesen Universen. Also was Big Data, Computerwelt, ist nicht gleich Big Data, Datenwelt. Jetzt auch ein paar wichtige Dinge für Leute gerade aus der Computerwelt. Energie kann man nicht einfach verdoppeln. Daten kann man einfach kopieren und verdoppeln. Das geht sehr gut. Und wenn man manchmal mit den Leuten aus der Datenwelt redet, die sprechen eine ganz andere Sprache, die verstehen gar nicht, was die Stromer für Probleme haben. Aber Energie kann man nicht verdoppeln. Und was auch wichtig ist, die Zwischenspeicherung der Daten ist relativ einfach. Das ist überhaupt kein Thema heute. Die Zwischenspeicherung der Energie ist nicht trivial. Und ein weiterer Punkt ist, Engpässe beim Strom sind durch das Netz gegeben. Und das heißt, man kann nicht alles mit dem Netz machen, was man datenmäßig machen kann. Beispielsweise, wenn Sie jetzt die ganze Schweiz als Regelenergie nutzen würden, dann kann es trotzdem passieren, dass da irgendwelche lokale Engpässe passieren sind und die sich das gar nicht merken. Man kann nicht einfach da eine Blackbox machen und sagen, das ist dann alles gut. Es gibt ja Ansätze, wo auch große Telekom-Anbieter einfach das Netz nicht berücksichtigen und sagen, ich kann das machen. Das kann man machen, wenn die Energiemenge relativ klein ist. Aber wenn sie groß ist, dann kann man das nicht mehr machen. Also 10, 20 Megawatt können Sie so regeln, ein paar hundert Megawatt definitiv nicht. Und der Markt ist begrenzt von mir aus gesehen, das ist auch wichtig zu sehen. Das Netz kostet summa summarum etwa 4,5 Milliarden und da können Sie ein bisschen optimieren, vielleicht 5%, 10%, vielleicht 15%, that's it. Also the big money, wie viele Leute denken, das ist nicht die Datenwelt, das gibt es hier von mir aus gesehen nicht. Wir können nachher diskutieren, vielleicht habe ich falsch. Aber trotzdem, Intelligenz statt Kupfer, also Smart Grid, macht für den haushältischen Netzbetreiber Sinn, weil er kann damit Geld sparen. Nun, was macht ein Smart Grid? Ein Smart Grid beobachtet zuerst einmal, es beobachtet Energieflüsse, es beobachtet die Spannungshöhe, Spannungsqualität, dann analysiert es schaut, was ist an der Limite, wo werden Spannungsbänder beispielsweise verletzt, dann ist es sinnvoll, dass es eben ein Ziel hat, beispielsweise Leistungsspitzen zu reduzieren oder Leistungsregelungen in der Bilanzgruppe ausführt. Und dann das Letzte ist, es muss handeln. Und das heißt, handeln heißt, dass es am PV-Konverter herumdreht, also die Leistung reduziert oder zuerst mit der Blindleistung arbeitet, um diese Qualitäten zu erreichen, dass Boiler, Wärmepumpe, Elektromobil gesteuert werden oder die Batterie gesteuert werden. Smart Grid Schweiz, wenn wir jetzt, das finde ich auch noch wichtig, die Frage ist immer, wie schnell muss das gehen, das Smart Grid? Wir haben Erfahrungen gemacht mit 1 Sekunden Abtastung, da haben Leute gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig, 1 Sekunden. Eine Sekunde, das ist viel zu schnell. Jetzt die Realität hat eine Zeitkonstante zwischen 10 und 20 Sekunden. Wenn Sie Wolken anschauen, es kann also passieren, das haben wir tatsächlich gemessen, dass eine Wolke kann also innerhalb von 20 Sekunden 90% der PV-Leistung reduzieren. Und darauf wollen Sie oder müssen Sie reagieren können. Und das heißt, Sie müssen im Untergrund müssen Sie etwa im Sekundentakt reagieren. Also einfach messen mindestens. Dann, wenn man jetzt die ganze Schweiz einfach so blindlings digitalisieren würde, was würde das bedeuten? Also wir haben heute 2 Millionen Häuser und wir würden die alle eine Smart Grid Box so einbauen. Dann würden wir am Schluss 40 Petabyte Daten pro Tag erreichen und das ist ein bisschen zu viel. Jetzt, was Sie machen, ist, Sie können das am Anfang reduzieren, also in der Box selber. Sie messen nur das, also Sie reduzieren diese 200 Kilobytes, machen daraus etwa 1 Kilobyte pro Haus und das ist dann schon 2 Gigabyte pro Sekunde oder 200 Terabyte pro Tag, ist schon besser. Das nächste, was man auch tun könnte, ist, wir haben etwa 28.000 N7-Netze. Und diese N7-Netze, die wollen Sie vielleicht dann
automatisch und autonom verwalten. Jetzt könnten Sie wiederum sagen, das soll für sich schauen, ich brauche ja nicht alles zu wissen, was die da alles machen, oder? Und da hätten Sie weiter einen Faktor 100 und dann sind Sie dann bei 2 Terabyte pro Tag und langsam ist es dann realistisch, etwas zu machen, und die Mittelspannungsnetze können Sie natürlich das auch machen. Das muss alles in Zukunft computerisiert sein. Das geht natürlich nicht, dass da wie beim N1-Netz wird da teilweise auch noch händisch gearbeitet. Wenn Sie alle relevanten Daten aller Netze jetzt im Sekundentakt machen würden, wäre das etwa 700 Terabyte pro Jahr. Das ist mit heutigem Aufwand realistisch. Also das ist so machbar. Jetzt dezentrale Intelligenz, da sehen Sie ja so das Netz der Schweiz symbolisch dargestellt. Also da haben wir Netzebene 1 und da Netzebene 7 da unten. Und was man eigentlich sinnvollerweise macht, man teilt dieses System ein in Regionen und macht eigentlich fast das Gleiche wie beim Schweizerischen Föderalismus. Also man schaut zuerst auf das Quartier, schaut, was kann ich da optimieren, dann mehrere Quartiere zusammengeben, vielleicht eine Stadt, dann mehrere Städte zusammengeben, dann einen Kanton und dann am Schluss noch das ganz große Netz. Weshalb macht man das so? Jedes System kann für sich arbeiten. Jetzt, wenn eines da ausfällt, das ist keine große, schlimme Sache. Das ist eigentlich, die Schweiz ist dadurch eigentlich ein sehr robustes System. Es hat zwar, der Walter hat es vorhin gesagt, 26 verschiedene Regelungen für gewisse Sachen, oder? Ist nicht immer hocheffizient, aber wenn jetzt eine Regelung halt ein bisschen schlecht ist, für das Gesamtsystem macht das wenig aus. Für die Betroffenen kann es natürlich blöd sein, aber für das Gesamtsystem ist es robust. Und das macht man eigentlich auch, würde ich auch vorschlagen, mit einem Smart Grid für die ganze Schweiz. Man macht das immer lokal, hierarchisch, damit dann eben diese Systeme für sich schauen. Und das, so könnt ihr jetzt ein System anschauen. Man hat hier eine Region, hat schon einen Chef, das muss man, also bei unserem Ansatz hat man einen Chef. Es gibt andere Ansätze wie jetzt GridSense, die haben das mehr dezentral. Bei uns gibt es immer einen Chef, der dann auch gegen oben die Verbindung macht. Business Cases von Smart Grid. Smart Grid alleine hat verschiedene Business Cases. Und meine Ansicht ist, nur wenn Sie alle Business Cases einigermaßen mit einbeziehen, dann lohnt es sich. Mit einem Business Case alleine lohnt es sich von mir aus gesehen nicht. Also Sie machen ein Monitoring, Sie machen Koordination von PV, Batterielast im Haus drin, Sie wollen natürlich auch Smart Meter integrieren, Sie wollen Asset Management machen, Sie wollen den Powerflow wissen, Sie wollen Daten natürlich holen und Sie wollen auch Netzplanung machen in Zukunft und vielleicht sogar einmal einen Markt. All diese Business Cases müssen irgendwie integral Teil sein davon. Ein Teil davon, und meistens sind ja heute die Smart Grid Lösungen, die wir machen, konzentrieren auf einen Teilaspekt. Am Ende wollen wir das Ganze haben. Und wir müssen da auch schauen, dass da eine gewisse Standardisierung stattfindet, damit dann auch verschiedene Geräte untereinander kompatibel sind. Aber wir müssen am Ende des Tages müssen wir alles lösen. Erst dann macht es wirklich Spaß. Und ich mache jetzt natürlich ein bisschen Reklame für unser Projekt, das wir da gemacht haben, zusammen mit der BKW und dem EWZ. Und es wurde dankerweise unterstützt vom BFW. Und was haben wir da gemacht? Wir haben so eine Messbox gebaut. Die hat drin natürlich ein bisschen Elektronik und kann Ströme messen, 4 Ströme, also Nullleiter und die 3 Phasen, Spannungen messen. Dann hat es Prozessoren und so weiter. Ich gehe da nicht auf die Details ein. Das Wichtige ist vielleicht noch eine Daisy-Chain für weitere Strommodule, dass man auch in einem Verteilkasten kann man dann bis 16 Kabel messen und hat noch eine globale Zeitbasis, damit diese Systeme auch alle synchronisiert sind, kann natürlich kommunizieren und das geht dann alles wunderbar und kann auch gerade noch steuern. Und wir haben das, das ist so die Strommesserweiterung. Wir haben das installieren können in einer ländlichen Region, hier im Kiental, im Berner Oberland, im Gebiet der BKW. Und das sind so ein bisschen Bilder, wie das da funktioniert hat. Sie sehen, es ist noch nicht ganz professionell, aber man das Zeug misst und Sie sehen, man kann das dann noch besser machen. Wir haben heute durch eine Zusammenarbeit mit 3M konnte man ein bisschen schönere Sensoren machen, die auch besser zu installieren sind. Und
dann ist, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass die, wenn Sie diese Messungen im Niederspannungsnetz machen, heute hat man beispielsweise in Zürich, weiß man sehr wenig über das Niederspannungsnetz und der Sensor ist eigentlich der Endkunde, der dann anruft und sagt, ich habe keinen Strom. Mit einem solchen System wissen Sie natürlich ein bisschen vorher, wann Sie keinen Strom mehr haben, weil das können Sie dann auch messen. Also, dass man hier eben überall, im Verteilkasten beispielsweise, hat man dann überall Strommesser und da vorne ist noch die Sicherung und wenn die Sicherung dann nicht mehr funktioniert, dann merkt man das ziemlich schnell. Das ist so das Landnetz, das kann man dann eben visualisieren im Kiental. Das ist in Zürich, in einem Quartier in Neuaffoltern, das Pilotnetz der EWZ. Was wir hier da zeigen, das ist jetzt schon ein sehr anspruchsvoller Fall, das ist im EWZ-Gebiet und zwar sehen Sie da täglich um 18 Uhr am Abend haben Sie da, das ist die untere Limite und das ist die obere Limite des Spannungsbandes und da sehen Sie eine Verletzung der Spannung. Und was Sie jetzt machen können, jetzt können Sie die Batterie richtig regeln und die Batterie ist nicht dort, wo Sie messen, sondern die ist ganz irgendwo anders im System. Und das hilft natürlich, dass Sie trotzdem im ganzen System garantieren können, dass die Spannungsbänder eingehalten werden und das ist so, wie es heute aussieht, dann, wenn Sie es regeln. Also Sie sind dann da schön im Spannungsband drin. Was Sie auch sehen ist, wir haben da ein Problem, dass wir diese Wandler von der Batterie ins Netz, die sind synchron für die drei Phasen und eigentlich brauchen sie, weil die Niederspannungsnetze sind oft asymmetrisch belastet, sie müssen die eigentlich separat regeln können, jede Phase für sich. Man sieht auch, die haben an das noch nicht gedacht. Ist verständlich, man merkt es dann erst, wenn man arbeitet damit, man sollte eigentlich noch flexibel sein, man sollte jede Phase für sich regeln können, das wäre noch schöner. Das gilt übrigens auch für die PV-Konverter. Die wenigsten PV-Konverter sind in der Lage, dreiphasig separat zu regeln, und zwar P und Q. Diskussion, ich glaube, so einfach ein paar Dinge, Messung, die ich eingeben möchte, Messung im Sekundentakt ist sinnvoll. Ein Smart Grid würde ich föderalistisch aufbauen, damit es robust ist. Jedes lokale Subnetz muss autonom sein und muss automatisch entscheiden. Es muss aber, das habe ich da vielleicht zu wenig gesagt, es kann natürlich dann sein, früher war es immer so, der Pfingstmontag war immer schön, dieses Jahr war es aber nicht so. Und wenn es Schönwetter ist und alle sind da draußen, dann brauchen sie keinen Strom und sie haben viel Strom, der produziert wird. Und dann müssen sie global, also national, müssen sie vorgeben, dass darunter geregelt ist. Und sie müssen natürlich, diese Mechanismen müssen überlagert werden können. Es braucht das. So wie das übrigens bei einem Stratsystem auch ist. Also globale oder nationale Situation muss mit berücksichtigt werden. Aufbau einer nationalen Datendrehscheibe ist sinnvoll für diese Art von Information. Nicht alles, was in der Datentechnik möglich ist, ist im Strom möglich. Also Sie müssen beim Strom müssen Sie wirklich herausfinden, wie geht es dem Netz und nur dann dürfen Sie etwas tun. Und Vorsicht beim Begriff Big Data und am Ende der Netzbetreiber will natürlich etwas, er will schnelle Fehlerbehebung, optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und selektiven Netzaufbau und am Ende des Tages will er Geld sparen. Also Intelligenz statt Kupfer und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.